Hallo Leute, willkommen auf meinem Kanal. Ich habe heute ein schönes Video für euch und zwar habe ich ein Lip-Swatch-Video gemacht mit vier Farben von Colourpop. Vielleicht kennen viele noch nicht Colourpop oder haben es schon mal gesehen. Könnt ihr auch in Deutschland bekommen. Ihr könnt es einfach über die Colourpop-Seite bestellen. Ihr habt dann nur ein kleines bisschen Probleme mit dem Zoll, also Probleme nicht. Ihr müsst einfach, entweder bei mir war das so, bei der ersten Bestellung musste ich zum Zoll fahren und dann die Umsatzsteuer nachbezahlen, die 90%. Und beim zweiten Mal kam der Postbote und ich konnte es unten an der Haustür bezahlen. Das war natürlich auch nicht schlecht. Ich zeige euch mal, um welche Farben es geht. Das sind so schöne rosa Nude-Töne. Rosa, Peachy, Nude. Wir haben einmal die Farbe Likely in Ultra Satin Lip, dann die Farbe 951, die ist relativ neu, auch in Ultra Satin Lip, mit so einer Kooperation Elova Sarari. Dann mit Alexis Lorraine die Kooperation Baroness Cetis, den habe ich jetzt auch gerade drauf, der gefällt mir super gut. Und noch ein Ultra Matte Lip Bumble. So. Ja, und wenn euch interessiert, wie das auf den Lippen ausschaut, wie das geswatcht ausschaut, dann bleibt einfach dran. Dann starten wir mit der ersten Farbe. Ich beginne mit der hellsten Likely. Die sieht so aus. Einen Moment. So ein heller, beige, pfirsichfarbener Ton, der bestimmt vielen steht. Ich finde ihn jetzt für mich, ehrlich gesagt, nicht unbedingt die optimalste Wahl. Ich glaube, Kathleen Leitz, die hatte den angepriesen, fand ihn total gut. Die ist aber auch vom Hauttyp etwas heller. Also ich weiß nicht, sag mir mal, ob euch das gefällt. Ich finde ihn jetzt nicht so den Burner, aber gut. Dann machen wir mal weiter. Ich ziehe es erstmal ab. Okay. Als nächste Farbe, die finde ich eigentlich total schön. Die ist ach, sehr intensiv. Nehme ich jetzt mal die. Nehme ich die von dieser Farbe 951. Mache euch auch mal einen Swatch daneben. So, das ist die Farbe 951. Lassen sich ganz gut abmachen, vor allen Dingen, wenn sie noch nicht ganz trocken sind. Dann komme ich zu der Farbe von Alexis Rand, die ich total schön finde. Net Baroness Cetis. So schaut die aus. Swatch so. Und das ist so ein Peach-Orange-Ton, rosa. Der trocknet irgendwie ein bisschen schneller an und ist auch irgendwie ein bisschen haltbarer, habe ich so den Eindruck. Also den habe ich am längsten und aufgrund dieser Farbe habe ich mir die anderen auch noch gekauft. Und ja, auch wenn man ein easy Augen-Make-up hat, das ist eine super Farbe für tagsüber. Die trägt sich toll, die trägt sich natürlich irgendwann ab. Man kann jetzt nicht irgendwie alles essen und dann bleibt das drauf. Das ist jetzt nicht der Fall. Aber es ist ein sehr schöner Ton und dann gucken, wie es euch gefällt.
Komm mal ein bisschen näher ran. Zeige euch mal nochmal die Swatches. Hier seht ihr als erstes den Ton Likely, dann ist die Farbe 951 und das ist Baroness Cities. So, jetzt habe ich noch einen roten Ton, das ist ein Ultra Matte Lip Bumble. Den zeige ich euch jetzt auch und ich habe auch noch einen ganz roten, nur den würde ich jetzt heute nicht zeigen, den zeige ich vielleicht mal in einem Video, wo ich nur rote Töne zeige. Okay. Jetzt kommt die letzte Farbe. Oh, das habe ich nicht richtig gut abgemacht. Und zwar die Farbe Bumble. Das ist ein Ultra Matte Lip. Und der sieht so aus. Also das ist der dunkelste Ton. Oh, so schlecht ist der gar nicht. Okay, ich habe gedacht, der ist ein bisschen dunkel. Ne, der ist richtig cool. Nicht schlecht. Bin mal gespannt, wie der gleich trocken ausschaut. Warte ich jetzt mal gerade mit euch ab. Hier seht ihr dann noch den letzten Ton. Ich habe das eben irgendwo wahrscheinlich an mein T-Shirt geschmiert. Also, Likely 951, Baroness Cities und dann der letzte Ton Bumble. Ups. Und der trocknet wohl richtig matt und ich bin auch gespannt, wie lange der hält. Ich werde euch das eventuell nochmal nachträglich in die Kommentare schreiben oder in einem neuen Video erwähnen. Wenn euch sowas gefällt, so ein Lip Swatch oder auch wenn euch interessiert, wie ich den Look geschminkt habe, ich habe nämlich einen coolen, wie heißt es jetzt, Glitter benutzt von Lit. Total genial. Und ich hatte mir irgendwie auch ganz viele unterschiedliche Glitter gekauft. Also wenn ihr damit mal ein Video sehen wollt, dann sagt mir das einfach in den Kommentaren. Ich würde mich freuen. Ich finde, wenn es so ganz matt ist, betont es sehr die Lippenfältchen. Wenn man jetzt keine 20 mehr ist und auch mit 20 kann man das schon haben. Insofern muss das jeder für sich mal schauen, ob das passt oder nicht. Was ich euch an Colourpop super empfehlen kann, die kosten alle nur um die 5 Euro. Das heißt, es ist wirklich sehr günstig und ihr kriegt viel Produkt und die Farben sind wunderschön. Ich habe auch ein Video gemacht zu den, ja, heißen die Super Shock Shadows mit ganz tollen Farben, wie Millionär, was so ein ganz glänzender Ton ist. Da braucht man gar keinen Glitter, da kann man sich einfach nur die Farbe mit dem Finger aufs Augenlid geben. Also ich bin der totale Colourpop-Fan geworden. Und ja, jetzt merke ich hier, oh, das ist richtig trocken auf den Lippen. Also die anderen, die sind diese Ultra-Setten, die halten auch länger als ein normaler Lippenstift, aber die sind nicht so austrocknend. Also der ist jetzt sehr trocknend. Ich trage das heute mal. Ich probiere es mal, wie es ausschaut, wie lange es hält und sage euch Bescheid, ich gehe gleich noch was essen. Gut, bei fettigem Essen, glaube ich, hält kein Liquid Lipstick. Ich weiß es nicht. Vielleicht kennt ihr einen, der hält. Mal gucken. Dann schreibt mir das doch auch mal in die Kommentare. Und ich würde mich total freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Und wenn ihr Ideen habt für Videos oder was ihr gerne sehen wollt, ich würde jetzt als nächstes mal ein Make-up-Tutorial machen. Und ja, also so ein richtiges Full-Face-Glam. Was alles dazu gehört. Wenn ihr diesen Look auch sehen wollt, dann sagt mir Bescheid. Ich habe nämlich hier auch Colourpop-Produkte benutzt und Smashbox und Glitzer und alles Mögliche. Ja, ich freue mich auf euch. Bis dann. Ciao.